Hallo Leute, willkommen zurück hier auf Unica City. Ich befinde mich jetzt im Dienst, denn wir möchten mal unsere Kollegen unter die Arme greifen und halt noch ein bisschen bei den Notrufen helfen. Und jetzt ist das, glaube ich, auch das erste Mal, dass ihr einen Einblick darin bekommt. Ich habe es im Stream schon gemacht, da bin ich im Dienst gewesen. Aber jetzt warten wir einfach mal hier, was so abgeht. Wir nehmen mal Status 2. Einsatzbereit über Funk betreten. Genau, das ist der richtige Status. Ich warte jetzt einfach, bis die Notrufe einkommen. Und sobald einer einkommt, war das Status 0? Nee, warte mal, Status 1 dann. So, oder muss ich diesen Status beitreten? Tatsächlich, das ist nicht so extrem wichtig mit diesem... nicht im Dienst. Ja, das ist natürlich... so kann nichts passieren. Wir müssen erstmal hier unten uns beim Dienst melden. Jetzt bin ich erst im Dienst und mit Slash, ich habe ja noch meine Bandagen hier am Start. Ist nur ganz wichtig, dass wir die jetzt auch wieder einzeln da reinpacken, sonst sind alle weg. So. Das ist wie mit den Lottoscheinen, ihr müsst aufpassen, dass die nicht gestackt sind. Und nicht nur bei den Lottoscheinen ist das so, sondern auch bei den U-Bahn-Tickets, genau. Die dürft ihr nicht gestackt haben, sonst erkennt ihr die nicht an. Vielleicht wird es irgendwann mal gepatcht, aber... Also da soll ja noch was kommen demnächst. Die Frage ist, also es wird so von zwei Fraktionen gesprochen. Manche sagen sogar, dass es definitiv kommen soll. Dann wissen die natürlich mehr als jetzt andere hier. Aber ja, man könnte jetzt spekulieren, was wären das denn für Fraktionen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich denke, dass ich da vielleicht ein extra Video machen würde, wo man mal alles auflistet, was es hier noch nicht gibt. Also es soll wohl eine Staatsfraktion und eine Bad-Fraktion sein. So, was ist los hier? So, hier haben wir den ersten Notruf und ab geht's beim Makler. Das ist da direkt hier vorne. So, wir müssen uns dann eigentlich im F-Chat auch absprechen, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass aus dieser Richtung besonders viele Notrufe eingehen. Das bedeutet nämlich, wenn dann schon einer da ist, ne, dann kann man sich das sparen. So, warte mal, ist das hier bei euch? Nein. Los, schnell! Hier oben, ach hier, ja, da sterben sie gern. Hä? So. Wo ist der Patient? Bin ich blind? Nein, ne? Also ich... Warte. Ich bin bei keiner Leiche. Also wenn die nicht nah genug dran stehen, kann ich halt nichts. Kann ich nichts machen. Ach, Drogen will er schreiben. Es ist kein Service offen. Ja gut, dann hab... Keine Ahnung. Dann ist er wahrscheinlich schon despawned. Entweder aufgegangen oder... Aber ich kam zu spät, wobei ich habe den Notruf angenommen, instant hingelaufen. Kann nicht an mir gelegen haben. Ja gut, ab zurück zum Krankenhaus, ne? Alle haben so diesen Skin oder auch im Forum ein Bild von dem. Oh mein Gott. Pass bloß auf da, mit deinem Auto. Ja, der erste Notruf ging ja mal daneben. Lag aber nicht an mir. Komm mal, Fisch. Das mag er nicht. Wahrscheinlich nur roh, ne? Guck mal, das ist ein Polizistenhund, der mag bestimmt Donuts auch nicht. Hey, wer ballert hier rum? Das ist ein Krankenhaus, hier wird nicht rumgeschossen. Hui! Eine M4.
Ja, nochmal zu diesen neuen Fraktionen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was es sein könnte. Ah ja, richtig, so eine, wir können uns so ein Case-Opening machen, ne? Was haben wir denn mittlerweile an Vote-Coins? Warte, wahrscheinlich hieß das wieder Vote-Shop, genau. Slash Vote, wir haben... Steht auch hier nicht. Vote Event steht da, aber sonst nichts hier. Wer hat Drogen genommen? Also mich hat jetzt keiner angeschrieben, oder? Nee, nicht explizit. Dann müsste ich ja hier bereitstehen und eventuell einen Patienten in Roleplay-Manier aufnehmen. Eigentlich Notruf muss ich ja hier stehen, ne? Das ist ja der Eingang zum Notruf und hier sind ja unsere RTWs. Oder da gab es eine richtig coole Idee, also dass man sich hier, wenn man Notruf ja annimmt oder generell im Dienst ist, weiß ich nicht wie, dass man dann slash RTW eingibt und dann so ein Auto hier gesponsert bekommt. Also hier, ne, so ein Minecart. Also kein privates haben musst und während man im Dienst ist, die spawnt, also kann man damit rumfahren und sobald man dann irgendwo angekommen ist, wo man dann da aussteigt, seinen Notruf beendet, indem man jemanden revived, dann ist der RTW weg. Würde ich aber tatsächlich so einschränken, dass man das nur machen kann, nutzen kann, wenn man einen Service angenommen hat. Oh. Beim Autohändler, der ist doch gleich da vorne. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ach, guck mal, da ist doch schon ein Medic hier auch in der Nähe. Gibt HV? Ach so, Hausverbot. Ja, wenn jemand im Krankenhaus jemand anderen tötet, kann ich euch Hausverbot aussprechen. Wenn ihr das macht in meiner Anwesenheit. Oh. Ist das jetzt eine Leichenbewachung? Hä? Das muss ich mal im F-Chat abklären. Und jemand anderes behauptet. So, ist er denn sicher? Weil, warte mal, wer hat mich denn gerufen? Von Rainfully. Extra gerufen. Hä, erst gleich? Nein, jetzt. Ja, ich denke auch, ich kann ja nicht, wenn jemand anders sagt, in Real Life, ich werde dahin gerufen und dann soll mich jemand, und dann komme ich als Arzt, kann ich ja nicht sagen, ach so, der will sterben, nee, nee, ich habe ja die Pflicht. So, es ist halt auch meine Pflicht. Ich meine, es kann ja wirklich sein, hätte er vielleicht im OS schreiben können, hier, er will wirklich sterben gerade. Bla bla bla, aber dann ruft man eben keinen Notruf an, ne? Ja. Also alles richtig gemacht. Im Prinzip, ich habe ja die Pflicht zu helfen. Oh, da direkt der Nächste. Fahrzeughändler war's. Achso, deutscher Keks. Was machen die denn?
Derselbe wie... Wir können ja, also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ja, die rufen immer wieder an und töten sich dann. Ab Level 3 könnte ich jetzt diesen Notruf ignorieren, ne? Das ist doch, was läuft da schief? Hä? Ja, okay, komm. Gehen wir nach Hause. Im Prinzip könnte man jetzt hier bleiben. Warte mal, die. Okay, jetzt laufen sie nochmal zur Stadthalle. Keine Ahnung, warum der zweimal jetzt gestorben ist. Gut, kann ja passieren, ne? Vielleicht verdurstet oder so. Ich war eigentlich noch nie hier drin bei dem Anwalt, Makler. Makler, ne? Ah, so sieht das aus. Zutritt nur für Mitarbeiter. Nummer ziehen beim Makler? Was? Nur nicht beim Arbeitsamt. Da müsste das Schild dran stehen. Beim Arbeitslosengeld. So, ich guck mal hier noch eine Etage hoch, ne? Ach so, hier sind auch selber Apartments, die vermietet werden. Alles klar. Da unten war ich gerade. Oh mein Gott. Luigi, Kollege. Von der Feuerwehr. Zur Feuerwehr kann ich ab Level 3 mich dazu zusätzlich für entscheiden. Das wären dann kommen halt Aufgaben dazu neben den Rettungsdienst. Ich weiß es noch nicht. Ich guck mal, wie gut ich hier jetzt mit den nächsten Tagen, Wochen hier zurechtkomme. Auch eventuell, wenn man dann einen Rang steigt. Jetzt ist es schon fast beim Mäkler. Ich habe den Service von der Max angenommen. Ach so, extra Male, okay. Da kommen gerade viele Notrufe rein. Sind die tatsächlich hier drin? Boah, die sind dahinter, ne? Ja, okay, das meine ich. Er hat jetzt geschrieben, dass er schon da war. Ah, das sind nur dieselben wieder gewesen, oder? Der Mai. Genau, der Wonnemonat Mai. So, kein Service ist offen. Der deutsche Keks muss zum Haus 88. Warte, dann braucht er Bandagen, dann kann ich ihm vielleicht aushelfen. Ja, jetzt nochmal zurückläuft zum Krankenhaus. Ja, nee, ich bin Level 1. Vielleicht braucht er ja extra einen. Deutscher Keks ist schon Level 2, genau. Das sieht man am Kragen. Ja, was hat das mit mir zu tun? Ist ja schön, damit beleidigst du mich nicht. Ey, warte mal, ich habe ja noch hier. Moment. Stop, Route, so. Guck mal, Dallas Junior Junior. Ja. Ich bin aber Armer. Ich bewege mich gerne immer, wenn die Leute mich irgendwie schon anschreiben oder so. Dann bleibe ich einfach nicht mehr stehen. Das tut mir dann leid, wenn das arrogant oder so rüberkommt. Aber ich habe halt keinen Bock, gezogen zu werden. Ich meine, ich bin im Dienst, dürfte ich eigentlich eh nicht. Oder es gibt so eine
eine Regel, die ist. Wer hat's angenommen? Gruppierungen. Rainfully angenommen. Gruppierungen. Sind das zwei? Ich gehe einfach hin. Das geht manchmal, kommen drei gleichzeitig rein. Da ist es halt sehr unübersichtlich. Gruppierungen ist auch so nice. Ist ja hier oben in der Stadthalle. Ganz oben, glaube ich, oder? Kann man sich da nicht einigen, weil hier ist ja auch alles andere. Wo? Ah ja, hier. Der schon wieder. So, nicht bewegen. So. Keine Ahnung, warum die so krass oft sterben da. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Mit der Aufnahme. Mein Dienst werden wir dann noch ein bisschen weitermachen. Aber ihr könnt ja mal in die Videobeschreibung schreiben, in die Kommentare schreiben, sorry, ob ihr irgendwie eine Idee habt, was mit den Bad Frags oder der neuen Staatsfraktion, was es da auf sich hat. Eventuell mache ich dann im nächsten Part so ein kleines Was könnte es sein Video. Ja, jedenfalls, ich danke euch fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Part. Bei uns. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.